Und da sind wir auch schon wieder. Letztes Mal haben wir uns ja diesen mutierten Riesenohrenkneifer gebaut mit diesen Hunderten von Augen. Naja, hundert sind's nicht, aber egal. Und dieses Mal werden wir einfach mal probieren, mit diesem Roboter ein paar Gegner kaputt zu machen, ein paar Runden zu gewinnen. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns in den Sitz, drücken E und los geht's. Ah gut, gucken wir mal. Oh, hoffentlich finden wir... Ah, wir haben... hoffentlich finden wir schnell ein Spiel und... Wir haben es schnell gefunden. Oh. Ich hoffe, wir gewinnen das und wir können ein paar Gegner ärgern. Im Endeffekt kommt es eigentlich nur darauf an, dass das Team gewinnt, aber... Also, aber es bringt natürlich noch mehr Punkte, sprich Geld. Wenn man noch ein paar Gegner tötet und dabei mithilft, sie umzubringen, sie zu zerstören, sie in die Luft zu sprengen. Dann wollen wir auch einfach mal anfangen. So, da sind wir. Und los geht's. Mal gucken. Oh. Okay. Eventuell muss ich mir noch was wegen den Rädern überlegen, weil das sehr, sehr stark lenkt, aber das ist ja auch irgendwo Übungssache, ne? Also man kann ja nicht alles von Anfang an kostenlos machen. Wenn man sich ein neues Fahrzeug baut, dann muss man natürlich erstmal lernen, damit zu üben. Aber eigentlich geht das, lernen, damit zu üben, natürlich. Nee, man muss lernen, damit umzugehen. Ich hoffe, wir haben demnächst was freigeschaltet. Das muss ich mir gleich mal angucken nach dem Spiel. Oder auch später, weil ein Radar okay, da müssen wir auch mal was machen. Scheiße, nein, nein, nein. 26%, los! Oh nein, nein, nein! Ja, okay. Wir sind erledigt. Mit nur zwei Rädern konnten wir nichts mehr machen. Wie sieht's denn aus? Ja, das verlieren wir, das kann man so sehen. Wir sind zu wenig Leute. Wir haben natürlich die ultra heftigen hier. Na gut, das ist einer von uns da, der hat so Plasmakanonen. Nein, fast kaputt. Egal. Das gewinnen wir jetzt nicht mehr, also können wir raus. Der Vorteil ist, wenn man drin bleibt, dann bekommt man halt nochmal 500 Leute extra Punkte. Zumindest, glaube ich, ist das so. Auf jeden Fall zum Beispiel für den ersten Tag des Sieges gibt es mal doppelt so viele. Doppelt so viele Punkte und kann man sich erholen dann und naja. Eigentlich kann man auch rausgehen, diese paar Punkte, die man mehr kriegt, aber wenn man sich das mal verliert, dann bringt es nichts. Ah, weiter geht's. Ich würde sagen, er hat die von selbst wieder repariert, das habe ich angeschaltet, dass der Roboter sich immer automatisch reparieren soll nach jedem Spiel, weil es ist sonst einfach zu aufwendig, hier jetzt mal zu drücken, ja, reparieren, reparieren. Okay, dann fangen wir mal an, suchen gleich das nächste Spiel und hoffen, dass wir eins finden. Ich hatte doch schon mal, da habe ich ein paar Minuten gewartet, nichts gefunden, musste ja das Spiel neu starten, erst dann habe ich aus irgendeinem Grund einen wieder gefunden. Aber wir haben ja jetzt einen, also von daher können wir uns eigentlich nicht beschweren. Natürlich hoffe ich, dass ich gewinne oder wir oder was auch immer, wie ihr es nennen wollt. Ist mir ganz egal. Da sind wir wieder. Eventuell muss ich mir da was überlegen. Habt ihr gelesen links bei den Namen? Da nannte sich einer sein Fahrzeug Juggernaut. Da wird wohl eins sein, was niemand kaputt kriegt. Und da hat einer ein Starterfahrzeug. Den haben wir in der ersten Folge haben wir auch mit dem, also wir auch mit dem gefahren. Und ja, mal gucken. Er scheint noch neu zu sein. Sonst hätte er sich wahrscheinlich selber schon eingebaut. Aber wer weiß das schon. Ich fahre ihm einfach mal hinterher und guck, was er macht. Hier sind ja mehrere, die hier langfahren. Jetzt sind die fahren natürlich gemacht. Ah, bleibt einfach stehen. Ist immer produktiver zu fahren. So, während wir hier rumfahren, kann ich ja was erzählen. Und zwar, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich alle ein bis zwei Tage mindestens eine Folge hochbringe, am besten jeden Tag eine. Aber ich weiß nicht, ob ich das Ganze mit dem Aufnehmen schaffe, mit Schule und mit Freizeit. Ich meine, momentan ist das Wetter zwar nicht mehr so schön, aber wenn das Wetter mal schön sein sollte und draußen Sonne scheint, hat man ja auch nicht so viel Lust, einfach vor dem Computer zu hocken und dann dort aufzunehmen, ob man schöne Wetter auch genießen kann. Ich denke, das versteht ihr auch. Man sollte ja auch lieber, anstatt irgendwo Videos zu gucken auf YouTube, lieber rausgehen, ein bisschen spielen, wenn das Wetter schön ist, ein bisschen spielen.
muss ja keine Kinderspiele machen, Verstecken spielen. Na gut, wobei, das ist ja nicht über Kinderspiele, das macht ja immer Spaß. Aber ich meine, man kann ja draußen nicht treffen, einfach nicht draußen hinsetzen. Okay, ich kann auch im Notfall draußen mit dem Laptop zocken, aber auf jeden Fall rede ich am Thema total vorbei. Oh Mann, wieso hält der denn jetzt an? Natürlich voll reingefallen, ist da einer. Ja, wunderbar. The real crocodile. Nein! Nein! Aha! Ey, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Okay, da müssen wir uns was überlegen. Das ist sowas, das darf nicht passieren. Oh, hilft mir. Ja, er probiert es. Oh nein, wir sind am verlieren. Jawohl. Schade. Egal. Sicher die Base. Okay, wir haben verloren, schade. Ja, oben links halt sieht man ja, der blaue Balken ist voll. Wir haben leider verloren. Was soll's. So, das war jetzt unser zweiter Kampf. Ich zeige euch gerade mal, was ich meinte mit dem Freischalten, was man sich freischalten kann. Wenn wir oben das Menü öffnen, können wir unter Tech 3 gehen und dann können wir hier gucken. Wir können für diese Sterne, ich glaube, man kriegt welche, wenn man gewinnt, aber das weiß ich gerade auswendig gerade nicht. Auf jeden Fall kriegt man die, glaube ich, wenn man gewinnt und dann kann man hier sich was freischalten. Für einen Stern kann man sich, andersrum, was laber ich da? Es gibt verschiedene Wertungen von Sternen. 1, 2, 3. Die Zahl da drin, das hier ist eine 1. Ich glaube, das hat damit zu tun, welches Ranked man ist. Und dahinter die Anzahl, das ist in diesem Fall 3. Und hier kostet so ein Armor Mod Cube 3, ein Level 1 Sterne. Oder Ranked 1, also diese Sterne mit der 1 drin. Und hier ist zum Beispiel jetzt das Radar. Das kostet 4 Sterne, das ist eigentlich recht praktisch. Aber wir haben leider nur 3, sonst würde ich es mir eigentlich direkt holen. Weil es ist wirklich bei Gefechten oft richtig gut, wenn sich die Gegner von hinten anschleichen wollen, weil die haben dann auch ein Radar, sehen, aha, da bin ich und gehen auch nie drauf. Gut, das dazu kurz und da würde ich sagen, starten wir den nächsten Battle und hoffen wir, dass wir das gewinnen. Oben links sehen wir hier, jetzt sehen wir die Levelanzeige, Level 2 schon fast geschafft zur Hälfte. Bei Level 3 gibt es dann wieder mehr Sachen da freigeschaltet, meine ich. Oder muss man sich den kaufen? Ich bin gerade total durcheinander. Ich glaube, ich rede so viel Mist gerade, aber ja, weil daran, dass ich ein bisschen kaputt bin, hatte Schule und dann nehme ich jetzt so direkt auf, weil ja, egal. So, jetzt bin ich auf der Schneewelt und hoffe natürlich, dass die auch am Anfang Roboter ein bisschen ausgebaut. Die hatten ja auch uns so zwei Flügel dran gebaut. Da ist Eis da vorne, da wo die drauf fahren, da schlittert man richtig schön rüber. Und da hat man den Wagen dann, den Roboter auch nicht mehr unter Kontrolle. Ja, gerade so ein bisschen, aber wenn er. Oh Mann, oh nein! Nein! Ach, Herr Jürgen. Da. Oh, der hat Licht, das ist ja cool. Ich habe kein Licht. Ey, auf jeden Fall, boah. Ich dachte eben, als ich da auf das Eis geschubst wurde, da komme ich jetzt nicht mehr runter. Das kann ja auch ganz echt passieren. Weil, wenn die Reifen nicht packen und wenn man dann Vollgas drückt, dann. Naja. Nein, nicht schon wieder! Verdammt! Scheiße! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Hilfe! Hilfe! Nein! Komm schon hier! Oh nein! Es kann doch nicht wahr sein! Gut, da belege ich mir jetzt noch was. Ich glaube, ich mache das ganze Ding nach hinten ein breiter, ein oder zwei, und packe noch zwei Räder dran. Hat das Ding ein bisschen mehr Stabilität. Wenn einer das Video guckt und mal eine Idee für den Roboter hat, könnt ihr mir ja sagen, das wäre praktisch, bevor ich einen neuen baue. Ah, Mann. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist warten, ob wir hier gewinnen oder verlieren.
Und natürlich ja ein Ablaufen, ja, da kommt von den Gegnern machen. Ja, ich habe nicht. Super, das geht sogar. Ja, das ist ja Bombe. Gut. Ah, wohl, wir nehmen es ein, dann gewinnen wir gleich zumindest. Boah, scheiße, das ist zum zweiten Mal passiert. Oder ist er nicht breit genug? Lang oder breit? Ich muss gleich mal gucken in der Garage. Es kann so nicht weitergehen. Das ist schon mal klar, dass das nicht sein kann. Oh oh. Die nehmen auch ein. Die nehmen auch an den Schein schneller einzunehmen. Shit. Die schon wieder. Wieso haben die so ein Pech? Nein. Okay, gut, das verlieren wir jetzt. Weil natürlich auch keiner hinten ist. Auf der Karte unten rechts sieht man ja, wo deine Mitspieler sind. Alles rechts. Ja, egal. Nee, vielleicht können wir so einholen, wenn es alle da auf einmal auf die. Nein, schaffen wir nicht. Das ist leider verloren. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Okay. Gut. Dann baue ich gerade noch ein bisschen an dem Roboter herum und dann gucken wir mal, was hier aussieht mit der Zeit. So. Okay. Da, 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 da. Oh, dann bauen wir noch gerade ein Rad dran. Ja. Welches war's? Ah, müssen wir wieder die Garage wechseln. Garage 1, load. Da, laden. So, jetzt klauen wir ihm einfach die Reifen, weil das brauchen wir eigentlich nicht. So. Da, Mann, was mache ich denn da? Jetzt konzentrier dich doch mal. Tut mir leid. Das kommt nicht nochmal vor. So, jetzt aber. Jetzt haben wir noch zwei von denen. So. Können jetzt noch gerade hier oben ein paar Klötze drauf bauen. Dass das ganze Ding ein bisschen schwerer wird und dadurch ein wenig mehr Stabilität bekommt. Also geht es ja nicht weiter, dass das Ding zwei Kämpfe hintereinander, zwei Stück einfach umfällt. So. Na toll. Keine Plätze mehr, aber das ist auch egal. Das sehen wir jetzt gewaltig aus. Wie gesagt, das war's für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten wieder, wenn nicht. Dann nicht. Bis dann.